Beim Event 10 Blocker an Ort gab es eine Sache, die hat mir besonders gut gefallen. Das war ein Starter. Und deswegen dachte ich, wir machen auch mal wieder Starter, Vorspeisen, Beilagen, wie man es nutzen möchte. Es gibt heute drei verschiedene Beilagen. Aber alle haben eins gemeint und das ist Weinblätter. Weil die hätten auch Weinblätter genutzt. Wir hatten ja auch schon mal Weinblätter. Vor langer Zeit hatten wir ja mal Gyros Sushi gemacht. Ich glaube, das ist 2 oder 3 Jahre sogar schon her. Und seitdem gab es bei uns keine Weinblätter mehr. Und Weinblätter ist eigentlich eine ideale Sache, um etwas einzupacken und nochmal so ein Kick an Geschmack dazu zu geben, so ein extra Geschmack. Ja, und wenn ihr Lust habt, bleibt dran und schaut euch das Video an. Die erste Beilage, die ich heute zubereite, ist ungefähr so, wie R&K Barbecue das auch gemacht hat als Starter. Wir nehmen Schafskäse, wir packen ihn in Weinblätter ein und obendrauf, bevor wir ihn einpacken, gibt es noch so eine leichte Marinade. Ich mache es allerdings ein bisschen anders, weil ich finde, immer Nuss und Käse passt immer gut zusammen. Deswegen habe ich im Vorfeld schon mal Pinienkerne geröstet. Werde die jetzt ein bisschen klein hacken und werde die dann halt zu der Marinade dazugeben. Ansonsten, auch die hat einen Honig genommen. Ich nehme ein bisschen Pfeffer, ich nehme ein bisschen mediterrane Gewürze und dann packen wir das Ganze ein. Oh, das geht eigentlich recht schnell, wie ihr gleich sehen werdet. Weil ich bereite die Kohle vor, die soll durchglühen. Und wenn das so ungefähr fertig ist, dann will ich auch schon anfangen und will ein bisschen was anrösten. So, kommt näher, wir fangen erstmal an. Als erstes machen wir die Pinienkerne ein bisschen klein, die sind ja ein bisschen groß. Die will ich gar nicht so groß haben. Ihr seht, ich habe die nur ganz leicht angeröstet, ein bisschen Bräune von allen Seiten. Dann schmecken die aber noch besser. Und ich will die auch gar nicht pulverisiert haben, es sollen ruhig so ein paar kleine Stückchen da drin bleiben. Aber soll nicht alle so groß sein, wie halt die riesigen Pinienkerne nun mal sind. Und für eine unserer weiteren Beilagen, deswegen sind so viele Pinienkerne, brauchen wir die nachher auch nochmal. Dann rühren wir mal die Marinade an. Wie gesagt, es kommen halt Pinienkerne rein. Dann kommt Honig dazu. Dann eine Prise Pfeffer. Oder zwei. Und so ein halber Teelöffel mediterrane Kräuter. Das Ganze müssen wir noch verrühren und schon ist das Topping für den Käse fertig. Stellen wir zur Seite, bereiten den Käse vor. Ich nehme ein Stück Schafskäse, ich will 2 Stückchen haben, eins für mich, eins für Mexika. Das heißt, ich teile ihn einmal in der Mitte durch. Und folgerecht geteilt, das ist meiner, das ist der von Mexika. So, wenn ihr Weinblätter kauft, dann kauft eine Packung, die nicht zu klein ist. Umso kleiner die Packung ist, umso öfter habt ihr halt kleine Weinblätter drin. Ich habe eine große Packung gekauft und habe trotzdem nur kleine drin. Ist manchmal so. Sucht einfach ein paar schöne raus, ein paar größere. Umso weniger müsst ihr sie übereinander lappen. Aber wie gesagt, ich habe halt wirklich nur kleinere. Ich mache immer den Stiel ab. Den will ich doch nicht mal so dran haben. Weg damit. Kann man zwar essen. Aber wir wollen immer sowas dabei haben. So, und dann habt ihr eine Seite, wo es glatt ist und eine Seite, wo die Adern sind von dem Blatt. Da packe ich es immer nach oben. Das heißt, die glatte Seite nach außen. Sieht schöner aus und ich glaube auch, es hält besser. Wenn ihr zu kleine Blätter habt, überlappt ihr einfach so 3 Stück miteinander. So. Und dann kommt da der Käse mittig drauf. Okay, dann kommt was von dem Topping oben drauf. Und dann packen wir ein. Das schön rum damit. Das ist die erste Vorspeise. Ihr seht, wie schnell es geht. Wir fangen gleich mit der zweiten an. Man kann jetzt darum Kochgarn machen, damit das Ganze ein bisschen mehr Halt hat. Ich werde es gleich einfach auf der Plancha zubereiten und werde erst die eingelegte Seite zuerst machen und dann die andere Seite. Dann sollte es auch halten. Außer ob dann nachher nicht das Problem mit dem Auspacken. So, ich packe es kurz zur Seite und dann geht's weiter. Die nächste Beilage, der nächste Starter sind gefüllte Portobello-Pilze oder Champignon könnt ihr nehmen, wenn ihr große nehmen wollt. Nimmt, was ihr kriegt an großen Pilzen. Ich habe letzte Woche schon mal welche gehabt, weil eigentlich wollten wir letzte Woche schon drehen. Habe das dann auch gemacht, wie ich das vorhatte. Ja, es hatte noch nicht den richtigen Pep. Deswegen habe ich jetzt noch Bacon dazu, das hatte ich davor nicht. Die werden indirekt zubereitet und dann werden die Weinblätter schon ziemlich trocken. Ich habe die zwar dann geglazed und dadurch wurden sie auch wieder weich, aber da fehlte noch irgendwas an Geschmack. Außerdem hat Pitt von Grill Chill Barbecue und Lifestyle gesagt, wenn ich die Pilze einpinsel mit Öl, dann werden sie nicht so schrumpelig. Und ich denke, Bacon ist genau das Richtige. Das hat genug Fett, dass die Pilze nicht schrumpelig werden. Auch wenn man das bei den eingepackten Pilzen nachher gar nicht mehr sieht. Aber ich gebe Fett rein und zwar Bacon.
So, die Füllung ist eine Frischkäsebasis, aber die stellen wir ganz kurz zur Seite. Wir fangen erstmal mit den Pilzen an. Die Pilze haben noch den Stiel nehmen wir raus. Und auch die Lamellen nehmen wir auch so ein bisschen raus. Und raus damit. Klar, man kann die essen, wenn man möchte, ist kein Problem. Die schmecken ja auch genauso wie Pilz halt schmeckt. Aber so kann man sie viel besser füllen. Da ich nicht aufgenommen habe, hier nochmal der ausgehöhlte Pilz. So, die Füllung an sich, wie gesagt, ist auf Frischkäsebasis. Vom Pilz hier kommt noch das meiste hinzu. Schneide ich ein bisschen klein. Und dann kommt das mit dazu. Natürlich kommen da jetzt auch noch Pinienkerne zu, damit es auch ein bisschen nussig ist. Ansonsten kommen da noch ein paar Chiliflocken hinzu. Und dann noch ein bisschen schnippeln. Einmal kommen so ein paar Datteln hinzu. Die schneide ich in Streifen. Und dann nochmal quer. Das gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Süße. Und ich finde Datteln, gerade in Frischkäse, schmeckt immer hervorragend. Vor allem Datteln, wenn sie warm geworden sind, herrlich. Und dann kommen noch so ein bisschen eingelegte Tomaten hinzu. Auch die schneide ich erst in Streifen. Das Ganze wird nur noch vermengt. Und schon habt ihr eine richtig leckere Füllung für Pilze. Dann kommen wir dazu, wie ich mir die Ummantelung vorstelle. Wir machen jetzt Mini-Bacon-Netze. Brauchen natürlich zwei Stück bei zwei Pilzen. Aus das Beckennetz geben wir jetzt die Weinblätter, sodass überall Weinblätter liegen. Und dann kommt der Pilz drauf. Vielleicht mache ich es auch gleich so rum, dass die Öffnung in der Mitte ist. So ist viel besser. Und dann wird das Ganze eingepackt. Na gut, ein bisschen viel Bacon vielleicht, aber kann man zu viel Bacon haben? Ich glaube nicht. Doch, und das machen wir natürlich mit dem zweiten auch noch. Ich glaube, 4 Reihen Bacon reichen dann doch. Und damit ist die zweite Vorspeisebeilage auch vorbereitet. Für die dritte Beilage verwende ich Spitzpaprika. Die habe ich schon mal auf den Grill gegeben. Da kannst du noch mal so ein paar Röstaromen kriegen, bevor sie dann gefüllt wird. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Füllung vor. Die Basis ist diesmal wieder Schafskäse. Ich habe gerade beschlossen, ich gebe noch ein bisschen Knoblauchgras hinzu. Ihr könnt natürlich auch einfach Knoblauch nehmen, eine halbe Zehe oder eine ganze Zehe. Der Nachteil ist natürlich, man riecht es auch im Nachhinein noch ein bisschen. Dann ein bisschen Salz, nicht zu viel. Denkt dran, der Schafskäse war schon in der Salzlake. Er hat also eigentlich schon genug Salz dran. Ich nehme jetzt hier so mediterranes Salz. Ihr könnt das Salz aber auch ganz weglassen und einfach wieder Kräuter der Provence nehmen. Dann kommt noch eine Prise Pfeffer hinzu. Und statt Pinienkerne kommen ein paar Walnüsse hinzu. Natürlich die auch klein hacken. Und das ist schon die Füllung. Ihr könnt noch Datteln hinzutun, wenn ihr Bock habt. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen vermengt. Ich habe übrigens einen weichen Schafskäse genommen. Den kann man besser verarbeiten. Und ich finde den geschmacklich auch einfach besser als diesen harten Schafskäse immer. Sobald die Paprika so ein paar Röstaromen haben, sollen gar nicht zu viele kriegen, nicht, dass sie zu weich werden, holt er sie wieder runter, lasst sie eine Minute abkühlen und dann geht's weiter. Dann schließt er sie so ein bisschen auf. Und ihr seht, es ist heiß, ich tue nicht nur so, es dampft. Die zweite auch. Und dann nimmt er den Käse und führt den da rein. Und
Und dann ähnlich wie eben mit dem Einpack mit dem Bacon. Nur, dass ihr diesmal kein Baconnetz braucht, weil ihr braucht einfach nur drei Bacon nebeneinander. Dann noch ein bisschen Weinblätter drumherum. Euch so ein bisschen rumlegen. Dann einwickeln. Ich habe die Kohle auf der einen Hälfte, auf der anderen Hälfte habe ich nichts. Da kommt jetzt alles mit Bacon hin. Es geht ja wirklich nur darum, dass der Bacon schön braun wird. So, der Bacon wird langsam dunkler. Und wenn ihr hier mal guckt, hier da, sind die Weinblätter ziemlich trocken geworden. Wo kein Bacon ist. Das ist doch recht frisch, wo Bacon ist. Aber wo halt kein Bacon ist, ist es nicht mehr so frisch. Wir werden die gleich glazen und dann werden auch wieder die Ecken frisch und weich. Doch zunächst werde ich erstmal meine Butter ein bisschen schmelzen für meine Zwiebeln. Den Zwiebeln gönne ich so ein bisschen Vorsprung, bevor ich dann die Pakete drauf gebe. Die brauchen wirklich nicht lange. Die brauchen anderthalb Minuten pro Seite und dann sind die auch schon fertig. Decke wieder drauf und die Glaze ein bisschen anziehen lassen. Meine Zwiebeln sind ein bisschen angeröstet und ist schön weich. Ich gebe jetzt Balsamico drüber. Und gleichzeitig kann ich schon mal anfangen und werde meine kleinen Päckchen, wie gesagt, auf der Faltseite zuerst grillen. Und ihr hört, wie es zischt. Da muss gar nicht lange liegen, sonst werden die zu schwarz. Schaut mal so nach anderthalb Minuten drunter. So, dann ist es sogar schon Zeit, das erstmal zu drehen. Ihr seht, die Blätter haben so ein bisschen angezogen und jetzt haben sie auch Halt. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht Bindfäden drum, aber es hält auch so. So, und dann ist eigentlich schon Zeit aufzutun. Also holen wir mal die Sachen langsam runter. So, und da ist mein gemischter Vorspeisenteller. Also wirklich Starter oder so, die einzeln anbieten. Ihr solltet das natürlich nicht zusammen machen, es ist nur eine Auswahl. Und anfangen tue ich einfach mal mit dem Pilz. Mit Bacon wesentlich besser als ohne. Wer hätte es gedacht? Mit Bacon schmeckt halt alles besser, auch das. Man hat die Cremefüllung, man hat den Pilzgeschmack, man hat die Weinblätter, man hat den Geschmack von den Weinblättern und man hat den Bacon-Geschmack. Es ist nichts vertrocknet, es ist alles frisch. So sollte es sein, so schmeckt es sich gut. So eine tolle Beilage. Dann kommen wir zum gefüllten Spitzpaprika. Ich nehme von der Seite, weil da ist der Stiel, den will ich ja gar nicht essen. Auch hier schön viel Schafskäse. Peperoni leuchtet mich noch freundlich an. Die Spitzpaprika ist leicht süßlich, kommt halt dadurch, dass ich so kurz angeröstet habe. Auf jeden Fall vorher leicht anrösten, schmeckt es noch besser. Ja, und dann der Schafskäse im Weinblätter mit ein paar roten Zwiebeln dazu. Oben drauf sieht man noch die Pinienkerne, der Honig, die Nüsse, hervorragend. Ein richtig guter Beilagenteller, wirklich richtig lecker. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Sachen anzubieten. Macht, was ihr am liebsten esst. Wenn ihr kein Bacon mögt, als Vegetarier, lasst den Bacon weg. Achtet aber darauf, dass ihr die Weinblätter rechtzeitig eingelegt, sonst werden sie echt wirklich trocken.
Und das war schon wieder. Ich bin am Ende. Hier oben habt ihr türkisch gefüllte Paprika. Hier oben könnt ihr ein Abo abschließen. Ist kostenlos. Unten die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Verpasst ihr kein Video mehr. Unten habt ihr unseren Blog mit allen Rezepten. Natürlich auch den Rezepten. Ein weiteres Video. Und das war's. Ich bin raus. Ihr wart bei Daughter and Dad's Zizzle Zone. Und ich gehe jetzt duschen.